Osteuropa und Südosteuropa ist so, was für ein Wunder. Vor 2 Jahren war noch Weltuntergangsstimmung angesagt. Die Renditen sind durch die Decke gegangen, nahezu. Was heißt, dass die Immobilienpreise drastisch gefallen sind. Damals hat fast niemand daran geglaubt, dass sich das mal ändern wird, was nicht unbedingt für ein Langzeitgedächtnis der Immobilienbranche zeigt. Nur die wirklich alten Hasen, die wirklich erfolgreich sind, die haben das ausgesessen, zum Teil sogar damals sehr günstig investiert und die versilbern jetzt ihren Gewinn, wie erst vor einigen Wochen die S-Immo AG, die nach langen Zittern oder eigentlich nicht Zittern, sondern halt Durchhaltevermögen ihre Assets in Bulgarien verkauft hat, ein Büroobjekt und ein Retail-Center und das mit einem ordentlichen Gewinn. Und genau das, das können sehr viele machen, die gegen den Strom schwimmen und in den Zeiten kaufen, wo die Preise runtergehen. Es gibt kaum eine Branche, wo das goldene Gesetz gilt, dass wann immer es runtergeht, geht es auch wieder rauf. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Wirklich spannend, dass so wenig Immobilienteilnehmer diesem Gesetz folgend ein Vermögen machen. Ich wundere mich ein bisschen. Das war's. Fast live aus dem Millennium da von Gerhard Rodler.